Der beste Plan, der stärkste Drucktank und das zuverlässigste Fallschirmsystem nutzen einer Wasserrakete relativ wenig, wenn der Start schon scheitert, bevor er so richtig begonnen hat. Um das zu verhindern, möchten wir euch in diesem Video den Bau einer Startrampe zeigen, die nicht nur äußerst stabil, sondern auch in der Lage ist, selbst mehrere Meter große Raketen zu betanken und ausreichend zu beschleunigen. Und hiermit herzlich willkommen zu diesem Video. Während bei kleinen Wasserraketen oft ein Startsystem auf Basis von Gartenschlauchkomponenten zum Einsatz kommt, möchten wir in diesem Video den Bau eines Full-Bore-Launchers, kurz FBL, zeigen. Der Vorteil eines FBLs ist, dass die gesamte Flaschenöffnung des Drucktanks genutzt werden kann, um das Wasser möglichst schnell aus der Rakete zu pressen, während andere Systeme oft kleinere Austrittsöffnungen voraussetzen. Zunächst einige Worte zum Grundgerüst. Dieses besteht in unserem Fall aus 18 mm dickem Schichtholz. Diese Dicke ist auch mindestens nötig, um die starken Belastungen während dem Einsatz auszuhalten. Aus dem Holz wird nun das Grundgerüst zugesägt, welches aus einer Grundplatte und drei gleich großen Standfüßen besteht. Die Standfüße sollten an der Auflagefläche eine Bohrung besitzen, die es später erlaubt, die Startrampe mittels Erdhaken im Boden zu verankern. Auch die Grundplatte besitzt einige Bohrungen, um später das Rohrsystem zu befestigen. Eine genaue technische Zeichnung mit allen relevanten Maßen könnt ihr euch als PDF herunterladen. Das Grundgerüst solltet ihr zunächst grundieren und anschließend mit Außenlack versehen. Sobald der Lack getrocknet ist, könnt ihr die Standfüße an der Grundplatte festschrauben. Nun können wir uns um das Herzstück der Startrampe kümmern. Das Rohrsystem, welches die Rakete später mit Druckluft und Wasser versorgen soll. Dieses besteht aus Fittings, die miteinander verschraubt wurden. Verwendet hierbei etwas Teflonband, um die Gewinden gut abzudichten. An den beiden Enden für die Wasser- bzw. Luftversorgung befinden sich Harnstücke für Gartenschlauchkupplungen, sodass problemlos Schläuche angeschlossen werden können. Alternativ könnt ihr auch Druckluftanschlüsse verwenden. Auf der Seite des Luftanschlusses befindet sich ein Rückschlagventil, welches verhindert, dass Wasser in die Luftpumpe gelangt. Auf der anderen Seite befindet sich ein Kugelhahnventil, damit man manuell das Wasserbetankungssystem abnehmen kann. In der Mitte des Systems befindet sich ein T-Stück, in das ein kurzes Rohr mit passendem Gewinde geschraubt wurde. Das System wird nun von unten an der Grundplatte der Startrampe befestigt. Hierzu verwendet ihr am besten zwei Rohrschellen und Gewindestäbe. Als nächstes kümmern wir uns um das Verbindungsstück zwischen Rakete und Startrampe. Dieses besteht aus einem Kupferrohr mit 22 mm Durchmesser, an dessen einem Ende ein Adapter auf das Rohrsystem befestigt wird. Auf der anderen Seite wird eine Reduziermuffe von 28 mm auf 22 mm angebracht. Die Befestigung erfolgt durch Löten. Zunächst werden hierfür die Teile an den entsprechenden Stellen mit speziellem Reinigungsvlies abgeschliffen. Sollte hierbei ein Grat an der Rohrkante entstehen, sollte dieser sorgfältig entfernt werden. Als nächstes solltet ihr unbedingt etwas Flussmittel an die zu lötenden Stellen auftragen. Tragt dabei am besten Handschuhe und versucht nicht in Kontakt mit dem Flussmittel zu kommen. Anschließend könnt ihr die Teile zusammenstecken und mithilfe einer Lötlampe bzw. einem Gasbrenner erhitzen. Erwärmt am besten nicht direkt die Verbindungsstelle, sondern haltet die Flamme an eine nahegelegene Stelle am Rohr. Nachdem das Rohr ausreichend erhitzt ist, kann nun das Lötzinn von oben an die Verbindung gehalten werden. Habt ihr das Flussmittel richtig aufgetragen, so läuft das Lötzinn selbstständig um die Verbindungsstelle und dichtet sie ab. Sobald das Lötzinn einmal herumgelaufen ist und sich ein kleiner Tropfen bildet, könnt ihr mit der zweiten Verbindungsstelle fortfahren. Wenn das Verbindungsstück abgekühlt ist, könnt ihr die Reste des Flussmittels abwischen und damit beginnen, Kabelbinder rundherum zu platzieren. Steckt dazu am besten eine Flasche vom selben Typ, wie ihr ihn bei eurer Rakete verwendet, in die Reduziermuffel. Die Kabelbinder sollten direkt am Kragen anliegen. Zunächst könnt ihr etwas Klebeband nutzen, um die Kabelbinder zu fixieren. Anschließend solltet ihr zwei Schlauchschellen so fest wie möglich um die Kabelbinder ziehen. Nun kann das Verbindungsstück auf das Rohrsystem geschraubt werden. Auch hier solltet ihr wieder Teflonband verwenden. Um einen stabilen und geraden Start eurer Rakete zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung einer sogenannten Launch Tube.
Das ist im Prinzip lediglich ein Rohr, welches in das Verbindungsstück gesteckt wird und zudem den Effekt hat, dass die Rakete eine größere Flughöhe erreicht. Wir empfehlen etwas Klebeband, um die Launch Tube zu wickeln, damit diese beim Start nicht aus der Startrampe gezogen wird. Herkömmliche PVC-Rohre sind leider oftmals zu schwach, um die großen Belastungen beim Start auszuhalten. Deswegen sollte das verwendete PVC-Rohr mit einem Durchmesser von 20 mm zusätzlich von innen mit einem Stahlrohr verstärkt werden. Jetzt fehlt noch der Auslöser für die Startrampe. Dafür könnt ihr ein kurzes HT-Rohr verwenden, welches ihr von unten auf das Verbindungsstück und die aufgesetzte Rakete stülpt. Sobald dieses durch eine Umlenkung nach unten gezogen wird, kann die Rakete starten. Weitere Kabelbinder verhindern, dass die Rakete durch das Gewicht der Umlenkung selbstständig auslöst. Als Umlenkung verwenden wir in diesem Fall ein U-Stück aus gebogenem Aluminium. An diesem werden zwei Nylonschnüre befestigt, die mit dem HT-Rohr verbunden sind. Über einen Karabinerhaken könnt ihr nun eure Auslöseleine befestigen. Bevor ihr eure Rakete auf die Startrampe aufsetzen könnt, müsst ihr noch eine O-Ring-Dichtung oberhalb des Flaschengewindes eurer Rakete anbringen. Wir verwenden eine Dichtung mit einem Durchmesser von 15,5 mm und einer Schnurstärke von 2,6 mm. Leicht abweichende Größen sollten jedoch ebenfalls funktionieren. Als letztes kümmern wir uns um die Luft- und Wasserversorgung. Die Luftversorgung erfolgt über einen 10 Meter langen Gartenschlauch, der über eine Kupplung mit der Startrampe verbunden werden kann. Habt ihr an eurer Startrampe Druckluftventile verbaut, nutzt ihr natürlich stattdessen einen Druckluftschlauch. Auf der anderen Seite des Schlauches befindet sich ein Autoventil. Dieses wurde zunächst etwas abgeschliffen, mit Teflonband umwickelt, in den Schlauch gesteckt und mit einer Schlauchschelle fixiert. An dieses Autoventil könnt ihr nun eure Standluftpumpe anschließen und Druck in der Rakete aufbauen. Etwas aufwendiger ist da schon das Betankungssystem, welches ein bequemes Betanken der Rakete mit Wasser ermöglicht. Hierfür verwenden wir ein Drucksprühgerät, dessen Düse wir abgesägt haben. Stattdessen haben wir ebenfalls einen Gartenschlauch mithilfe einer Schlauchschelle angebracht. Um euer Betankungssystem zu verwenden, müsst ihr nun lediglich Wasser in das Drucksprühgerät füllen und mithilfe der integrierten Pumpe Druck aufbauen. Anschließend öffnet ihr das Ventil eurer Startrampe und schon fließt Wasser in die Rakete. Wichtig ist, dass ihr das Wasser in die Rakete pumpt, bevor ihr den Druck mit der Luftpumpe aufbaut. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg beim Bau eurer eigenen Startrampe und natürlich auch beim Start eurer Rakete. Ihr wollt wissen, wie ihr eine geeignete Wasserrakete baut, die eurer Startrampe gerecht wird? Dann schaut doch auf unserem YouTube-Kanal und unserer Webseite vorbei. Dort findet ihr zahlreiche weitere Anleitungen rund um das Thema Wasserraketen. Bis zum nächsten Mal, euer Racket View Team.